Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial in einer neuen Tutorial-Serie. Ich bin Marco von StageLight und heute möchte ich dir zeigen, wie du Scheinwerfer in StageLight patchen kannst. Also, lasst uns anfangen. Über den Scheinwerfer-Button gelangst du in die Scheinwerferverwaltung. Hier siehst du das Default-Universum. Das ist dieses, was automatisch in StageLight beim Start angelegt wird. Du kannst aber über In-App-Käufe bis zu 10 weitere Universen anlegen und verwalten. Hier in diesem Universum siehst du auch, mit welchem Artnet-Knoten du verbunden bist. Ihr seht bei mir, ich bin jetzt mit Capture verbunden. Ihr seht eine IP-Adresse und ich könnte, wenn ich eine IP-Adresse habe, auch zwischen Unicast und Broadcast umschalten. Der Default-Fall ist aber Broadcast und ich lasse es jetzt für dieses Tutorial auch einfach bei Broadcast stehen. So, ich fange an mit einem Scheinwerfer aus der Library. Dazu klickst du den Plus-Button und ich wähle von Stairwell den Flutpanel aus und ich sage, ich möchte zwei Scheinwerfer haben. Die fangen bei DMX-Adresse 30 bei mir an. Ups, ganz viel. Und ich habe zwei Scheinwerfer angelegt. Jetzt möchte ich einen Scheinwerfer patchen, den es noch nicht in der Library gibt. Dafür wähle ich einen generischen Typen als Muster aus und verändere den dann so, dass er zu meinem Scheinwerfer passt. Ich nehme mit einem Dimmer, mit einem RGB und W als Grundlage. Und füge diesem Scheinwerfer dann noch weitere Kanäle hinzu. Also ich weiß, der hat noch einen Strob, er hat noch ein Programm und ein Speed. Und natürlich vergebe ich dem auch noch einen Namen. Jetzt habe ich diesen in der Liste. Wenn ich jetzt aber mehrere von diesen Scheinwerfern brauche und natürlich nicht jeden immer wieder von Hand anlegen möchte, dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, ich füge den als Favorit hinzu und ich kann jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte neue Scheinwerfer anlegen, kann ich diesen auswählen. Sage dann, ich möchte zwei Stück und die sollen jetzt bei irgendwo hier hinten bei der 50 anfangen. Ich drücke auf Speichern und wir sehen, automatisch wurden die angelegt. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich dupliziere ihn einfach. Das ist jetzt dieser. Da muss ich allerdings dann den Namen noch mal ein bisschen verändern und sage, okay, ich möchte ihn aber auf Kanal 10 haben. Jetzt habe ich zwei Scheinwerfer zu viel, und zwar die unteren beiden. Und die kann ich jetzt auch wieder löschen. Und dafür gibt es auch zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, ich markiere ihn, schiebe ihn so ein bisschen raus und drücke den Delete-Button. Oder Variante 2 ist, ich gehe in die Details und klicke auf den Delete-Button. Was ich auch noch machen kann, ich kann auch über den Edit-Button einzelne Parameter ändern, wenn ich das möchte. Oder auch über diesen Weg kann ich auch einzelne Kanäle wieder löschen, wenn ich das brauche. Ist jetzt für mich nicht relevant. Meine Scheinwerfer passen so. Und wir gehen jetzt wieder zurück in die Übersicht und erzeugen uns eine Gruppe. In StageLight kann man Scheinwerfer gruppieren, unabhängig von dem Typ. Das heißt, ich kann unterschiedliche Typen in eine Gruppe hinzufügen. Und das machen wir jetzt. Ich lege mir jetzt eine Gruppe an. Ich nenne sie
Backlights und füge denen meine 4 Scheinwerfer hinzu. So. Nun gehe ich zurück zur Konsolenübersicht. Also ich klicke dieses Mixing-Icon und hier sehen wir, ich habe 8 Kanäle und habe zusätzlich 6 Seiten, auf denen ich, ja, also ich, ihr seht, ich kann maximal 48 Kontrollkanäle aktiv steuern. So, ich gehe wieder auf die erste Seite zurück und füge meine 4 Scheinwerfer händisch hinzu. Und zusätzlich füge ich auch mal noch die Gruppe hinzu, wo meine 4 Scheinwerfer drin sind. Ich hätte auch noch die Möglichkeit, Cues hinzuzufügen, aber Cues ist nicht Bestandteil von diesem Tutorial, dafür mache ich ein neues Tutorial. Werdet ihr dann sehen, was wir mit Cues alles machen können. Hier heute geht es nur erstmal um die Scheinwerfer und um die Gruppen. So. Wenn ich jetzt den Masterfader hochschiebe, seht ihr schon, automatisch werden von allen Scheinwerfern die Masterfader hoch geschoben. Und wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, zum Beispiel blau, dann haben auch alle anderen die Farbe blau. Ich kann die jetzt aber auch hier drin verändern und sagen, meinetwegen der zweite kriegt rot und der vierte kriegt auch rot. Aber diese Einzelscheinwerfer-Einstellung würde ich immer wieder überschreiben mit Änderungen, die ich hier jetzt vornehme. Ja, damit beschreibe ich immer wieder jeden einzelnen Scheinwerfer. So, gucken wir uns die Control-Channel noch mal etwas genauer an. Ihr werdet sehen, jetzt steht hier, was auf diesem Label hier unten steht, was drauf. Auf den anderen Labeln steht nicht drauf. Das liegt daran, dass von Gruppennamen, diese werden automatisch in dieser Channel-Label angezeigt. Und das ist bei Scheinwerfern nicht so, weil die Scheinwerfer meist einen viel längeren Namen haben. Aber ihr seht auch bei dem Gruppennamen, in meinem Fall passt der nicht korrekt rein. So, ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Das erstmal zeige ich euch das für die Scheinwerfer, was ihr da machen könnt. Dafür gibt es auch wieder 2 Möglichkeiten. Also ihr geht in den Scheinwerfer rein und sagt, hier gibt es ein spezielles Labelfeld. Und da machen wir jetzt einfach mal die und noch die 1. So, wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir hier, steht LED 1 drin. Man kann es aber auch sagen, ich lege direkt auf diesem Control Channel ein Label. LED, ja, ich muss noch richtig schreiben können. LED und die 2. Das gleiche kann ich natürlich auch für die Gruppen tun. Backlights ist hier an der Stelle zu lang. Ich nehme einfach mal nur Back. Damit lege ich hier nur ein Label für diesen Kanal an. Dieser überschreibt jetzt aber nicht den Gruppennamen. Der Gruppennamen heißt nach wie vor Backlights. Wir ändern bloß den Label. Das gleiche gilt auch hier für die Scheinwerfer. Bei dem zweiten Scheinwerfer habe ich LED 2 reingeschrieben. Wenn wir jetzt mal in den zweiten Scheinwerfer zurückgehen, werdet ihr sehen, steht nichts drin. So, das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, zeigt es mir mit einem Like. Im nächsten Tutorial geht es um die Cues. Ich hoffe, euch dort dann wieder begrüßen zu können und bis dahin, ciao, ciao.